Heute geht es mal wieder auf eine Blu-ray-Shopping-Tour und da für euch nur das Beste gut genug ist, habe ich mal wieder eine richtig geile Karre besorgt. Also, let's go! €46,80, das ist also das Budget für unsere heutige Blu-ray-Shopping-Tour Horrorfilme Special, Pfand für Movies, Pfand für Horror-Movies. Und klar tut man sich im Kaufland schwer, hier etwas Vernünftiges zu finden, aber irgendwo muss man ja sein Leergut abgeben, um ein bisschen Budget für die heutige Shopping-Tour zu haben. Und deswegen starten wir auch im Kaufland in der Blu-ray-Abteilung und wir sehen hier From Dusk Till Dawn 1, 2 und 3. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee wert, hier die Trilogie zu besprechen. Bei Ditch hatte ich so ein Déjà-vu mit The Passenger. Hier geht es auch um so einen Wohnwagen oder irgendwas ähnliches, wie man sehen kann. Hat aber auch Anleihen von Texas Chainsaw Massacre, wie man sehen konnte. Dann hat man hier noch Resident Evil, ein animierter Spielfilm, der auf den Spielen basiert und die sollen besser sein als eben die Filme mit Mila Jovovich und alles andere Gescheiterte. Danach habe ich mir zumindest sagen lassen von meinem Kollegen Redeemer. Grüße gehen raus und vielleicht besprechen wir auch mal Nightmare on Elm Street in einem Horror-Oktober. Ich glaube aber nicht, dass es dieses Jahr dazu kommt. Dann braucht man natürlich etwas Verpflegung für den Horror-Oktober und so kam mir dieses tolle Angebot der Jack Daniels Cola-Dosen ganz gelegen und da habe ich dann auch 6 Stück mitgenommen und mir das restliche Geld ausbezahlen lassen. Weil der Porsche leider streikte, musste ich auf einen weiteren Leihwagen umsteigen, aber davon lassen wir uns heute nicht aufhalten auf unserer Blu-ray-Shopping-Tour. Und damit geht es ab in den Saturnmarkt in Augsburgs City Galerie. Ja, es ist nicht mehr die beste Anlaufstelle, um nach den neuesten Blu-rays, speziell auch Horrorfilme zu gucken. Aber irgendwie hat es mich da heute hingezogen. Also schauen wir mal. Wir haben hier The Cat. Den Film habe ich euch schon präsentiert auf meinem Kanal. Ist so ein typischer Asia-Horror-Gruselfilmstreifen. Relativ blutarm, aber für Freunde, die eben sich gerne mal gruseln und auf Geistergeschichten stehen und auch Katzen mögen. Ja, die sollten da vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Dann hätten wir hier noch Dark Stories, hier mit sogar einer Empfehlung, also einem Sticker drauf, dass der Film für den Horror-Oktober geeignet ist. Das ist mal auch nicht schlecht. Dann haben wir noch Gesichter des Todes, hier eingesperrt in so einem Case. Ja, wir kennen das ja von anderen Shops, dass ein paar besondere Schmuckstücke sozusagen hier speziell Diebstahl gesichert sind. Ob man da jetzt unbedingt Gesichter des Todes reinpacken muss, weiß ich nicht. Ich konnte mich jetzt hier nicht überzeugen, ob das jetzt ein wattiertes Mediabook war. Da kam ja ein wattiertes, ein unwattiertes und was weiß ich nicht alles raus. Aber wer hätte gedacht, dass es irgendwann mal Gesichter des Todes ungeschnitten im Saturnmarkt zu kaufen gibt. Dann haben wir hier noch Hunter's Moon. Der Film interessiert mich natürlich ganz krass. Das wisst ihr, mit Thomas Jane. Also da habe ich definitiv ein Auge drauf geworfen. The Innocence habe ich euch auch zuletzt schon auf meinem Kanal vorgestellt. Wow, schwere Kost mit einem ganz krassen Thema und ein paar Szenen, die auch wirklich nur schwer zu ertragen sind. Den nächsten Film hier habe ich auch schon zu Hause, Inner Demon. Da muss ich mal gucken, ob ich diesen Horror-Oktober dazu komme, den anzuschauen. Liliths Fluch haben wir dann hier. Erinnert mich
irgendwie stark an das Conjuring-Universum. Es steht ja auch hinten drauf in der Tradition von Conjuring und The Nun, gehört aber wohl offiziell nicht zu der Reihe. Dann haben wir noch hier La Abuela, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, die Großmutter. Das muss auch so ein Geisterfilm sein, ein spanischer Film. Dann haben wir hier etwas aus dem Conjuring-Universum, offiziell La Lloronas Fluche. Dann hätten wir hier sogar noch Maniac 2 von CMV. Der ist zuletzt ungeschnitten erschienen und hat ja nichts mit dem Original Maniac zu tun, außer dass zwei Schauspieler hier mitspielen, allen voran Joe Spinell. Und finde ich schon ein bisschen Etikettenschwindel, dass man sowas betreibt. Dann hätten wir noch Mondo Cannibale, also auch der Film jetzt ungeschnitten in der Keepcase-Variante, und sogar Maniac hier, das Original, wenn wir schon davon sprechen. Also das sind alles Filme, die jahrelang auf dem Index waren und zensiert und beschlagnahmt und hast du nicht gesehen, und jetzt alles mittlerweile verfügbar im Saturn. So muss es doch sein, genauso wie Night of the Living Dead. Dann hätten wir noch The Owners, den fand ich ganz okay. The Requiem fand ich definitiv nicht okay mit Alicia Silverstone, aber gute High-Filme gibt es ja sehr selten. Vielleicht gehört The Reef Stalked dazu. Der Film hat es mir auch angetan, weil ich den ersten ziemlich gut fand. Und ja, der stammt jetzt hier vom selben Regisseur. Also schauen wir mal, Surrounded, tödliche Bucht, da habt ihr mir schon mehrfach abgeraten von dem Film, der ist uns ja schon des Öfteren begegnet, genauso wie Staying Alive, wo ich immer noch hier an die Bee Gees denken muss. Und dann hätten wir noch Scare Package, das muss so ein Episodenfilm sein, 7 Kurzgeschichten. Ich bin jetzt nicht der Fan von solchen Episodenfilmen, aber ab und zu kann man sich sowas auch durchaus mal geben. Shadow in the Cloud fand ich gar nicht so schlecht, auch wenn es ein übles CGI-Gewitter war. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Hatching und diesen außergewöhnlichen Horrorstreifen aus Finnland. Den habe ich ja schon ausführlich in meiner Review dazu besprochen. Hat mir ganz gut gefallen und finde ich auf jeden Fall sehenswert. Vielleicht sehenswert für euch auch mein Update zum Schluss. Ich bin im Budget geblieben. Also meine Freunde, die Reviews zu den beiden Filmen folgen demnächst. Ich hoffe, ihr freut euch darauf.